Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr heute über die Einladung, heute zu Ihnen zu sprechen und heute bei Ihnen anlässlich dieses festlichen Anlasses dabei sein zu dürfen. Ich denke, die goldene Tablette und die innovativsten Produkte, diese Ehrung heute soll die Bedeutung der Pharmaforschung noch mal sehr deutlich machen. Normalerweise ist es ja so, je später der Abend wird oder fortgeschrittener, desto lustiger wird es. Aber den humoristischen Teil hatten wir ja schon etwas vorgezogen heute. Ich denke mal, also in der Vergangenheit waren die Kontakte zur CSU sind durchaus belastbar, das muss man sagen. Aber die Äußerung von Herrn Söder in der Vergangenheit bei den Gesetzgebungsverfahren waren keinesfalls preisverdächtig. Und insofern denke ich mal, wenn er es denn ernst meint mit diesen Ausführungen, dann ist er uns jederzeit herzlich willkommen, auch seine Lobpreisungen in Berlin einmal kundzutun und dann möglicherweise noch einiges an Schaden zu reparieren. Und was noch eben gesagt wurde, ist in der Tat so, Sie wissen, dass dieses dreieinhalbjährige Preismoratorium und der Zwangsabschlag von 16%, dass das bis zum Jahresende 2013 limitiert ist zunächst erstmal. Wir haben schon Preismoratorien verschiedenster Art gehabt in der Vergangenheit, aber in einer Dimension in diesem Ausmaß, das war uns bisher nicht bekannt, selbst unter einer anderen Regierung, die von Ulla Schmidt angeführt wurde. Also insofern denke ich mal, es ist natürlich sehr einfach zu sagen, wir haben jetzt die Bundesregierung in der Tat aufgefordert, das Preismoratorium zu überprüfen, denn es gibt nach der europäischen Transparenzrichtlinie immer die Verpflichtung, eine Maßnahme, die zulasten Dritter geht, zu überprüfen jährlich. Und wir haben zurzeit einen Ausgabenrückgang von 6,4% im Arzneimittelbereich. Also im Grunde ist da Ruhe an der Front und damit könnte man zum 1. Januar das aussetzen. Meine Damen und Herren, ich möchte den Schwerpunkt meiner Ausführungen heute, oder ich muss es leider tun, auf die Rahmenbedingungen legen, unter der heute Pharmaforschung und Entwicklung von Pharmainnovationen durchgeführt werden. Ich bin selber seit ungefähr 35 Jahren der pharmazeutischen Industrie verbunden, 25 Jahre davon in der Industrie, wie viele von Ihnen, und 10 Jahre als Geschäftsführer des Bundesverbandes. Und in dieser Zeit hat sich vieles verändert, das muss man wirklich sagen. Aber eines hat sich nie verändert, Arzneimittel werden nach wie vor als der Verursacher für die prekäre Finanzsituation unserer gesetzlichen Krankenversicherung gesehen. Der Nutzen aber, den die Produkte, die sie herstellen, stiften, wird zumeist ausgeblendet. Und in der Konsequenz heißt es ganz klar, Sparen im Gesundheitswesen heißt Sparen, ist synonym mit Sparen im Arzneimittelbereich. Wir sind der größte Zahlmeister der Nation, der einzige Leistungserbringer, der wirklich namhafte Beiträge dazu leistet, und zwar über Jahre, zur Entlastung des Solidarsystems. Es sind nicht nur die Zwangsabschläge, es sind auch Rabatte im generischen Bereich, die keiner kennt genau, weil die Rabattkonditionen nicht klar sind. Also da ist es wirklich so und man hat wirklich den Eindruck, die Devise heißt, sparen um jeden Preis, koste es, was es wolle. Und Arzneimittelsicherheit bleibt dabei auf der Strecke. Wenn Sie sich mal anschauen, im generischen Bereich wird hemmungslos ausgetauscht, um nur noch ein paar Cent zu sparen. Das ist bei den Innovationen nicht der Fall, aber da komme ich gleich noch drauf. Die pharmazeutische Industrie, meine Damen und Herren, hat im letzten Jahr, die Zahl wurde schon genannt, 5,5 Milliarden Euro in die Entwicklung von neuen Arzneimitteln investiert. Und man muss sich immer vor Augen halten, es ist Risikokapital. Bis zur letzten Minute kriege ich eine Zulassung. Wenn ich sie bekomme, setze ich mein Produkt am Markt durch. Denn wir haben, das sind alles Fragen, die Sie nicht mit absoluter Sicherheit beantworten können. Und wir haben einen Generationenvertrag bei diesen Produkten. Das heißt, die Erträge der Umsätze von heute, der Produkte von heute, finanzieren die Forschung der Produkte von morgen. Und das wissen Sie selber, wurde auch schon von Herrn Söder angesprochen. Das ist uns nichts Neues. Das haben wir seit, ich denken kann, seit über 30 Jahren. Die pharmazeutische Industrie hat einen denkbar schlechten Ruf. Wir haben damals zu alten Zeiten die Bundesrepublik Deutschland plakatiert mit Testimonials von Prominenten, die durch Pharmaforschung wieder gesundet waren, ein Pianist, der dann wieder Klavier spielen konnte. So, und das wurde dann über MNIT kontrolliert. Dann gab es mal kleine positive Imagebewegungen nach oben
Und dann passierte irgendwo ein Chemieunfall und schon ging das im zweistelligen Bereich wieder nach unten. Das heißt also, wir können, das ist eben diese Divergenz zwischen dem Produkt auf der einen Seite, das man hoch schätzt, insbesondere im Krankheitsfall, und auf der anderen Seite der Industrie, die diese Produkte herstellt. Und wenn Sie sich mal anschauen, außer in den Fachmedien, werden Sie nur vereinzelt mal positive Nachrichten über unsere Industrie lesen. Und selbsternannte Pharmakritiker haben ein durchaus lukratives und interessantes Geschäftsmodell entwickelt. Und manchmal kann man wirklich glauben, je platter die Aussagen sind, desto besser der Sendeplatz und je mehr Platz in den Printmedien. Das ist schon eine ganz erstaunliche Entwicklung, die wir haben. Und ich selber hatte mal das zweifelhafte Vergnügen, in der Sendung Kerner, die es nicht mehr gibt, auf den Journalisten Jörg Blech zu treffen. Und Thema war sein Buch Die Krankheitserfinder. Und als Vertreter der pharmazeutischen Industrie sitzt man ja immer auf der Anklagebank. Das ist einfach eine Sache. Ich hatte vor kurzem mal ein Seminar vor Apothekenleitern und da war ich auch in einer Podiumsdiskussion mit einem Vertreter des Großhandels oder einer großen deutschen Krankenkasse. Und ich saß da eine halbe Stunde auf dem Podium und wurde gar nicht angefeindet, weil es darum ging, um Retaxierung und Rabatt durchreichen oder Großhandelskonditionen durchreichen. Das war ein völlig neues Erlebnis für mich. Aber insofern war das also. Aber gehen wir wieder zum Normalfall zurück. Die Anklagebank, die Gutmenschen von der pharmakritischen Seite, die kriegen dann frenetischen Applaus für ihre teilweise abstrusen Behauptungen. Und Herr Blech erhebt den Vorwurf, dass die pharmazeutische Industrie mittlerweile Krankheiten erfindet, um neue Absatzmärkte für ihre Produkte für nicht existente Krankheiten zu begründen. Und da kann man nur sagen, sowas finde ich zynisch. Wir kennen heute ungefähr 30.000 Krankheiten, die wir beschrieben haben. 10.000 davon sind kurativ behandelbar, 10.000 symptomatisch und für 10.000 gibt es noch keine Therapiemöglichkeiten. Das heißt, wir brauchen keine Krankheiten zu erfinden, sondern wir brauchen dringend neue Arzneimittel, um den Menschen, die bis heute nicht behandelt werden können, zukünftig therapeutische Hilfe geben zu können. Meine Damen und Herren, was bedeutet eigentlich innovativ oder Innovation? Wörtlich heißt es, Sie alle wissen das, Neuerung oder auch Erneuerung oder etwas Neuschaffen. Eine Innovation per se ist sicherlich kein Wert. Wenn Sie sich mal überlegen, LED-beleuchtete Auspuffrohre beim Auto sind sicher innovativ, aber nicht sonderlich sinnstiftend. Wesentlich ist immer, dass für eine Innovation auch ein Markt da ist, dass ein Bedarf besteht. Nur dann wird sich eine Innovation auch erfolgreich im Markt durchsetzen können. Aber die Entwicklung kostet Geld, das wieder eingespielt werden muss. Und wenn wir uns mal eine andere Branche anschauen, die Automobilindustrie, die auch sehr innovativ ist, dort haben Ingenieure wirklich tolle Sicherheitssysteme entwickelt. Abstandsradar, Airbags, ESP. Das sind Beispiele für sinnvolle Innovationen, die dem Nutzer im Falle eines Unfalls möglicherweise lebensrettende Funktionen zur Verfügung stellen kann. Und jeder, Sie wissen das selber, wenn Sie sich ein neues Auto aussuchen, das Basismodell ist relativ preiswert zu kriegen, aber beim Zubehörkatalog, da kann man den Preis mal schnell verdoppeln. Und Verbraucher sind auch bereit, hierfür Geld auszugeben. Und wenn die Automobilindustrie Geld verdient, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn die pharmazeutische Industrie Geld verdient, dann ist das des Teufels. Und meine Damen und Herren, man kann es nicht, man muss es an dieser Stelle sagen, Forschung zum Nulltarif kann es nicht geben. Wenn das hier ab und zu mal raschelt, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, sonst würden wir hier in 2 Stunden noch sitzen, weil dieses Thema wirklich so einen so aufregen kann, dass ich ein bisschen, ich hatte Herrn Jung versprochen, innerhalb von 20 Minuten hier wieder zu verschwinden. Meine Damen und Herren, die Lebenserwartung, auch heute schon angesprochen, das ist immer das Pech des Referenten mit der Secondinotti oder wie es heißen mag, hat sich insbesondere in den letzten 200 Jahren in Mitteleuropa dramatisch erhöht. Seit 1840 haben wir pro Einwohner ungefähr eine durchschnittliche Erhöhung der Lebenserwartung von 40 Jahren zu verzeichnen. Und ein heute geborenes Mädchen hat eine statistische Lebenserwartung von fast 90 Jahren. Wenn es in Bayern lebt, wahrscheinlich etwas mehr, bei uns verheiratet ist, haben wir ja gelernt, 1,5 Jahre weniger. Also insofern, immerhin, das ist sicherlich nicht der pharmazeutischen Industrie zuzulegen.
Aber wesentliche Faktoren für diese wunderbare Entwicklung sind sicherlich Verbesserung der Ernährung, Verbesserung der hygienischen Situationen, insbesondere in Ballungsgebieten. So war zum Beispiel Rudolf Virchow ab 1870 damit beschäftigt, eine Kanalisation und eine zentrale Trinkwasserversorgung in Berlin einzurichten. Das hat dramatisch zur Verbesserung der Lebenssituation beigetragen und das war auch hochinnovativ. Und ich denke, wir alle, die wir sitzen, sind sicher uns einig, dass ein langes und möglichst gesundes Leben durchaus erstrebenswert ist und daran müssen wir alle arbeiten. Und wenn wir uns die Geschichte des medizinischen Fortschritts einmal anschauen, dann ist es auch die pharmazeutische Industrie, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sich Lebenserwartungen, Lebensqualität, Lebenssituationen von Menschen, die erkrankt sind oder waren, deutlich verbessert haben. Ich will Ihnen das anhand von drei Beispielen aufzeigen. Leukämie bei Kindern ist heute zu 90% heilbar, dank großartiger Leistung von Ärzten, aber auch der pharmazeutischen Industrie. Die Lebenserwartung von HIV-Positiven ist heute seit Mitte der 90er Jahre um 15 Jahre bei nahezu gleicher Lebensqualität wie die eines Gesunden gestiegen. Und in der Multiplen Sklerose haben wir heute eine Situation erreicht, dass ein Erkrankter nahezu die gleiche Lebenserwartung hat wie ein gesunder Mensch. Sicherlich nicht die gleiche Lebensqualität, aber da haben wir gehört, da gibt es ein Produkt, was dazu beitragen soll. Das sind Ergebnisse von pharmazeutischer Forschung. Es sind aber auch verschiedene Innovationstypen. Neben den neuen Wirkstoffen haben wir auch eine Therapieoptimierung mit bekannten Wirkstoffen durch die Entwicklung von Therapiezyklen beispielsweise oder Kombinationsregimes im Fall der Leukämie bei Kindern oder die Entwicklung neuer Wirkstoffe bei der Hemmung von Virusreplikation, aber auch hier in Kombination mit bekannten Stoffen, zum Beispiel bei der Einführung der antiretroviralen Kombinationstherapie. Das hatte zur Folge, dass die Zahl der einzunehmenden Tabletten von ursprünglich 40 auf eine Tablette pro Tag reduziert werden konnte. Auch das ist Fortschritt. Ich denke, alle, die wir hier heute zusammengekommen sind, wissen die Ergebnisse von Pharmaforschung zu schätzen. Und ich denke, wir müssen Sorge dafür tragen, dass dieses immer weiter noch auch in die breite Öffentlichkeit hineingetragen wird. Aber die politische Landschaft macht es uns leider schwer, weiterhin diese Forschungsleistungen zu erbringen. Im letzten Jahr war, man möchte fast sagen, das Unwort des Jahres AMNOG, das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz. Die frühe Nutzenbewertung und die Erstattungspreisverhandlungen, mit denen wir gerade beschäftigt sind. Wir sind zurzeit in der Verhandlung mit dem Spitzenverband Bund, um hier eine vernünftige Rahmenvereinbarung zu erklären. Und völlig klar ist, dass wir zum Nutzen unserer Arzneimittel stehen. Und wir stellen uns auch noch der Aufgabe einer formalisierten Nutzenbewertung. Wir haben als Verband bereits im Januar 2010 ein entsprechendes Modell vorgelegt, was auf der einen Seite die finanzielle angespannte Situation der gesetzlichen Krankenversicherung im Auge hat, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit der Refinanzierung der pharmazeutischen Industrie für ihre Forschungsleistung nicht außer Acht lässt. Das war ein sehr wettbewerblich ausgerichtetes Modell und offensichtlich war es zu liberal für eine schwarz-gelbe Bundesregierung. Das ist schon erstaunlich und deswegen haben wir stattdessen ein dreieinhalbjähriges Preismoratorium, also einen Preisstopp. Alle Entwicklungen, Rohstoffkostenentwicklung, Energiekosten, Lohnerhöhungen und so weiter können Sie nicht durchreichen und einen 16-prozentigen Zwangsabschlag. Und das, meine Damen und Herren, das ist keine Innovation, das ist ein Griff in die Mottenkiste von verfehlten gesundheitspolitischen Maßnahmen. Diese Regelung der frühen Nutzenbewertung, meine Damen und Herren, bestimmt, dass Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen den Nachweis erbringen müssen, dass sie einen Zusatznutzen gegenüber bestehenden Therapiemöglichkeiten, genauer gesagt einer vom gemeinsamen Bundesausschuss als Zentralorgan des Leistungskataloges unserer Gesundheitsleistung festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie aufweisen. Und das müssen Sie unmittelbar nach Zulassung eines Produktes machen. Das heißt also, Daten aus dem Realbetrieb können zwangsläufig nicht vorliegen. Und hat das Präparat keinen Zusatznutzen bzw. kann es nicht belegen, dann geht es nicht in die Preisverhandlung, sondern marschiert es geradeweg durch ins Festbetragssystem bzw. Erstattungshöchstbetrag. Das heißt, dann kriegt es im besten Fall einen Preis eines Generikums. Die Frage der Refinanzierung von Forschungsleistungen können Sie sich selber beantworten, die findet nicht statt. Und wird ein Zusatznutzen attestiert,
wird über den Preis zwischen dem Spitzenverband Bund und dem pharmazeutischen Unternehmer verhandelt. Und da kann man sich vorstellen, wie nicht anders zu erwarten, da gibt es divergierende Interessen. Die Krankenkassen wollen das preiswerteste Produkt und der Hersteller will zumindest seine Forschungsleistung wieder refinanzieren. Ein fairer Ausgleich ist das Ziel der Übung, aber das ist eine äußerst diffizile Situation, das ist gleich der berühmten Quadratur des Kreises. Aber ich denke mal, es muss klar sein, dass solche Verhandlungen nicht ausschließlich unter Kostengesichtspunkten erfolgen dürfen, denn das würde jede weitere Forschung in Deutschland dramatisch erschweren oder gar unmöglich machen. Und wir sollten uns auch noch eins vor Augen halten, und das ist einer der Geburtsfehler des Amnox, der frühen Nutzenbewertung, dass eben Innovation nicht nur Neuerung, sondern eben auch Erneuerung heißt. Und Erneuerung heißt, etwas Bestehendes zu verbessern. Und Forschung an bewährten Stoffen ist hier häufig eine wesentliche Grundlage für Innovation im Medizinbetrieb. Nur durch Fortschreiten, durch Weiterentwickeln von Bestehendem konnten die Therapieerfolge in den vergangenen Jahrzehnten auch häufig erst erreicht werden. Natürlich auch durch neue Wirkstoffe. Und genau diese Therapieerfolge werden jetzt durch die frühe Nutzenbewertung ad absurdum geführt und unmöglich gemacht. Denn Innovation wird hier, es wird nur von neuen Wirkstoffen gesprochen, nur noch als Sprunginnovation verstanden und das ist falsch. Ich denke mal, darüber sind wir uns sicher auch einig an dieser Stelle. Was nun ablaufen muss, ist wirklich ein fairer Ausgleich von Interessen, berechtigten Interessen der Solidargemeinschaft und den Interessen der pharmazeutischen Unternehmen. Und genau das steht auch im Gesetz drin, dass es nämlich diesen fairen Ausgleich geben muss. Wenn das ausschließlich unter Kostengesichtspunkten läuft, meine Damen und Herren, dann entzieht das den pharmazeutischen Unternehmen die betriebswirtschaftliche Grundlage, weiterhin innovativ zu sein. Wir haben schon Beispiele gehört heute, zwei Unternehmen, die ein Produkt jetzt zunächst erstmal zurückgezogen haben, weil sie einfach die sicher nicht unbegründete Befürchtung haben, keinen entsprechenden adäquaten Preis erzielen zu können. Wir waren einst die Apotheke der Welt, das wird immer gerne wieder gesagt. Ich weiß auch, und das glaube ich, kann man sagen, das werden wir nicht mehr werden, auch nicht mehr können. Aber die pharmazeutische Industrie, auch in Deutschland, hat einen enormen Anteil daran, an der Verbesserung von Lebenssituationen von Menschen in diesem Land. Wir können die Politik immer wieder nur auffordern und anstatt Sonntagsreden zu halten, wirklich aufzufordern, dass sie unsere Möglichkeiten nicht noch weiter beschneiden. Wir brauchen den fairen Ausgleich. Ansonsten ist es wirklich so, dass wir hier eine innovationsfreie Zone werden. Und die Interessen der pharmazeutischen Industrie, meine Damen und Herren, machen wir uns da nichts vor, sind auch die Interessen von kranken Menschen. Weil Menschen auf Heilung hoffen, weil sie Linderung ihrer Krankheiten erhoffen. Und was wir brauchen, das sind Innovationen zum Wohle der Menschen, um Leben zu verlängern, zu verbessern, Krankheiten zu verhindern und teilweise auch erst, um Leben überhaupt erst zu ermöglichen. Man sollte also diese und muss diese unnötigen und bremsenden Barrieren abbauen, der zu einer verbesserten Situation von Patienten, die dringend auf Hilfe warten, führt. Ich finde das ganz interessant, was der ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers einmal über die Innovationsfähigkeit in unserem Lande gesagt hat. Er sagte einmal, Bill Gates wäre in Deutschland allein daran gescheitert, weil nach der Baunutzungsverordnung in einer Garage keine Fenster sein dürfen. Das ist also, ich denke mal, sehr typisch und steht pass pro toto. Und ich meine, Sie alle wissen, die Sie wirklich hart an der Basis arbeiten, wie viele Beauftragte Sie für dies, das und jenes haben. Das ist also der bürokratische Moloch ist übermäßig. Und auch der ehemalige bayerische Ministerpräsident, der ja als Kommissar für Entbürokratisierung nach Brüssel entsandt wurde und dort Red Taping machen soll, also die Erfolge, weiß ich nicht, es geht vielleicht wie dem Engel Aloysius. Also bei mir ist da noch nicht sonderlich viel angekommen. Und die Gretchenfrage bei allem ist, dass wir sorgsam mit unseren Ressourcen umgehen, das ist gar keine Frage. Aber ich denke mal, Deutschland als Industrieland, auch was sehr gut durch die Wirtschaftskrise geraten ist, muss sich fragen oder darf sich nicht fragen, wie viel Gesundheit können wir uns leisten, sondern wie viel wollen wir uns leisten. Wir stehen ja teilweise mit unseren Produkten auch in Konkurrenz zu Metalliclackierung und Mallorca-Reisen. Und ich denke mal, das muss man den Menschen auch ganz klar sagen. Was hier passiert, das ist wirklich Rationierung unter dem wissenschaftlichen Deckmantel. Und dann muss man sagen, bestimmte Erkrankungen
werden nicht mehr bezahlt. Dann haben wir die Situation wie in England. Das ist für Politiker sicherlich nicht populär, dass man mit 60 keine neue Hüfte mehr kriegt oder mit 75 keinen neuen Herzschrittmacher. Das sind Dinge, die erzählt man den Leuten nicht gerne. Also kurz und krumm, wir haben kein Ausgabenproblem, sondern wir haben ein Einnahmeproblem. Meine Damen und Herren, ich gratuliere allen, die schon ausgezeichnet wurden. Das erste Mal, teilweise zum 10. Mal. Aber auch allen Unternehmen, denen es gelungen ist, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ihren Beitrag zur Verbesserung von Lebenssituationen von kranken Menschen in unserem Lande zu leisten. Und Unternehmen, die heute nicht auf der Siegertreppe stehen, wir sind ja noch gespannt jetzt auf den zweiten Teil des Abends, wo es um die Produkte geht, sollte diese Auszeichnung Ansporn sein, trotz eines zugegebenermaßen sehr schwierigen Umfeldes in ihren Forschungsaktivitäten nicht nachzulassen. Und dann bin ich sicher, dass Sie auch bald hier geehrt werden, vielleicht schon im nächsten Jahr, Herr Dr. Jung. Müssen wir sehen, was der Pharmabarometer da ausspuckt. Ihnen allen möchte ich einen Satz von Johann Wolfgang von Goethe mit auf den Weg geben, den ich sehr verehre, weil ich selber 20 Jahre in Frankfurt, der Geburtsstadt unseres Dichterfürsten, gelebt habe, auch dort studiert habe. Er hat einmal gesagt, den lieb ich, der Unmögliches begehrt. Und genau das ist das Ansinnen eines Innovators, das Unmögliche zu begehren, vermeintlich Unmögliches möglich zu machen. Allen Gewinnern eine herzliche Gratulation. Ihnen, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus